Bei der Herstellung von Selbstklebefolien entsteht Ausschuss. Dieser Ausschuss besteht in der Regel aus einer Komposition von beschichteten PVC-Folien und einem silikonbeschichteten Kraftpapier. Dieses Material kann in der Form keinem Recyclingprozess zugeführt werden, weil das Papier auf der einen Seite und das PVC oder anderer Kunststoff auf der anderen Seite nicht gemeinsam recycelt werden können. Damit das Material auch einem geordneten Recyclingprozess zugeführt werden kann, muss es vorher getrennt werden. Zu diesem Zweck haben wir den Nepata DL1650 entwickelt. Diese Maschine versetzt Sie in die Lage, beschichtete Selbstklebefolien von Ihrem Trägerpapier zu trennen, damit die beiden getrennten Materialien im Anschluss einem Recyclingprozess zugeführt werden können. Die Nepata DL1650 verfügt über eine insgesamte Arbeitsbreite von 1650 mm. Rohmaterial kann komfortabel von unten geladen werden bis zu einem Durchmesser von maximal 350 mm. Schwere Rollen können dabei auch mit einem Gabelstapler oder ähnlichen Hubvorrichtungen von unten geladen werden. Die Abwicklung der Folienseite erfolgt kernlos, sodass hier ein sortenreines Material entsteht, um das dem Recycling zuzuführen. Der maximale Durchmesser der Aufwickelseite beträgt sowohl für Papier als auch Folienseite jeweils 350 mm. Die Materialien werden automatisch auf eine Rollenbahn ausgeschwenkt, sodass diese ergonomisch aus der Maschine entnommen werden können. Die Nepata DL1650 wird höchsten Ansprüchen an Ergonomie gerecht. Dadurch kann ein Mitarbeiter in einer Schicht einen sehr hohen Durchsatz an Material erzeugen. Bei der Nepata DL1650 ist Bedienersicherheit oberste Priorität. Ein Laserscanner deckt den Arbeitsbereich inklusive einer Vor- und einer Warnzone ab, sodass ein unbeabsichtigtes Eintreten in den Gefährdungsbereich ausgeschlossen ist. Die Folienspannwelle kann automatisch angeschwenkt werden. Im Einrichtebetrieb wird die Mutterrolle auf die Spannzapfen eingehängt und kann anschließend auf die Folienspannrolle und den Kern zum Aufwickeln des Silikonpapiers aufgezogen werden. Mittels Fußschalter kann die Welle in einem sicheren Modus bewegt werden. Nach dem Einlegen des Materials kann wieder in den normalen Wickelbetrieb gewechselt werden. Das normale Wickeln des Materials kann beginnen.
Anschließend kann das Material automatisch ausgeschwenkt werden. Nach dem Ausschwenken kann das Material automatisch aus der Maschine ausgeschoben werden.